Houtini. God fucking damn it. Das ist jetzt schon. Das Falke, von jedem Stream mir Geld gibt. Sehr schön. Und die Stimme macht hü hü hü. Ist wieder die erotische Stimme da? Ja. Hü ara. Sehr schön. Und die Stimme macht hü hü hü. Ist wieder die erotische Stimme da? Ja. Hü ara. Und die Stimme macht. Okay, es ist synchron. Nice. Jetzt kann ich wenigstens in Ruhe meinem Leben nachgehen. Hey, what just happened? So. Ich muss. Ah, nee, ich will nicht judgen. Ich dachte, der tut in die Mitte schlagen. Judgen. Vibe. I mean, ja, das Kampfsystem macht immer noch Spaß, aber auch nur das von Dante. Ich schaff das. Das Kampfsystem von Virgil ist absoluter Shit. Virgil in okay, DMC Devil May Cry spielt sich halt, als ob er einfach nur, als ob man ihm beide Arme und Beine gebrochen hätte. Und er versucht halt nur noch so. Genau, so geht er durch sein Leben. Deswegen, das wird jetzt ein absoluter Bliss sein, wieder den guten Virgil spielen zu dürfen. Und nicht den Bootleg Virgil. Bootleg ist noch so. Du könntest zu DMC Devil May Cry Virgil gehen und sagen, ha, Granddad! Und er wird es auch noch lustig finden. Oh. Ach ja, Anmeldebonus. Sorry, I forgot, this is the thing. Oh, den Fisch habe ich noch nicht. Nice. Ich bin schon stolze Level 25, ja? Thanks, Virgil. Ah! Fuck. Fuck it. Vor allem, jetzt muss ich mir erstmal wieder dran gewöhnen, dass tatsächlich die Schultertasten dazu da sind, Waffen durchzuswitchen und nicht einfach nur zu sagen, guck mal, mein Schwert leuchtet jetzt anders. Damit er nicht. Ah ja. Damm daneda. Ich kann einfach nicht zackig machen, wenn ich jedes Mal die fucking Skill raushau. Oh, eine. Muss ich jetzt voll dran denken. Hat mal einer von euch irgendwie 3 Millionen rote Blutkügelchen über? Nicht schon wieder. Why is this game so leise? Hey, Falco, wir machen weiter. Okay, tschüss. Say goodbye. Was ist besser als Virgil? Richtig Fischmarkt Virgil, Alter. Virgil kommt heute nicht vom Fischmarkt. Virgil? Nö. Okay. Nö. Alter, das ist geschummelt. Das geschummelt ist das. Das ist sogar doppelt Fischmarkt, Alter. Ja, 20 Minuten? Tu das der Note? Ja. Der ist bei dir auch noch hinterher. Es hat besser auch der Approach nicht, ne? Ach, das war das, genau. Ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen in das Ganze. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Junge überhaupt funktionieren tut. Was war nochmal? Der Sohn des Vaters. Das ist praktisch. Nein, ich bin so inkompetent. Oh mein Gott. Ich hab einen Knopf, ich muss ihn drücken. Das ist das Problem, weißt du? Das normale Devil May Cry hier, so, also das richtige Cry. Das funktioniert halt mehr mit Richtungstasten und nicht mit hier anderen Blödsinn.
Und ausweichen ist nicht mehr L1. Das ist das Wichtigste, was ich mir jetzt merken muss. Ich hätte nicht anfangen sollen, komplett anderes Devil May Cry spielen zu müssen. Das ist ein Fehler. Oh mein Gott, meine ganze Muskelerinnerung ist komplett kaputt. Kannst du komplett in die Tonne treten. Ich sorge dir. Stimmt, der braucht die Blutpunkte. Hey, Karma, what up? Aber ich habe jetzt eigentlich, das Spiel habe ich gar nicht mehr so lange in Erinnerung. Also zumal, wenn ich jetzt mal so überlege, die letzten 3 oder 4 Missionen oder so, das sind ja nur Bosse. Da ist man ja einfach nur am Approachen. Ich wollte schon wieder einfach nur ausweichen und was mache ich? Richtig, ich rufe meinen Kollegen. Sag mal! Das war alles nur Glück. Das war nicht das Kochwasser, das kann ich euch sagen. Ich sag euch, ich könnte den restlichen Abend sowieso nur noch Shots trinken, weil ich nur noch nichts mehr zum Mischen habe. Zur Not packe ich den ganz harten Stoff aus. Maracuja-Shots? Das klingt sogar ziemlich geil. Wo kann ich sowas haben? Ich mag Maracuja. Komm mal! Skettelt der hier so durch die Gegend? Das ist ja unhöflich. Sonst aber Ton und alles okay? Ich habe jetzt einfach nur Cola mit Gin. Einfach weil ich nichts anderes im Haus habe. Noch nicht. Also an Alkohol. Mit was trinkt ihr den Tiki eigentlich? Oder den Pfirsich? Also den Captain Morgan Tiki kann man ganz gut mit Orangensaft trinken. Oh ja, das klingt geil. Oh, das brauche ich. Oh, das brauche ich jetzt. Stimmt, das macht aber auch gut Sinn.
Wir haben Fischmarkt gelabert, ja. Linie ist schuld. Und Sonic. Und Sonic, yes. Sonic Zane! This shall be your grave. Wieso muss dieser Charakter so cool sein? Das wollte ich nicht mal. Ich bin immer noch so drin, dass ich mit L1 ausweiche. Muss dann nicht für 20 Minuten? Ja, muss ich. Das sind die Regeln. Nächster bitte! Und Arimon, danke für den Sub, mein Dude. Sag mal, die rotierenden Klingen, die hat er ja immer. Das ist immer so sein Ding gewesen. Ich habe ja auch ganz vergessen, ich muss ja motiviert sein. Das ist ja wie Virgil nun mal funktionieren tut. Stell dir mal vor, du könntest Leute hauen und die würden dann mehr Schaden nehmen, wenn du einfach motivierter bist. Wisst ihr, was gerade für mich das größte Problem ist? Nicht mehr überall instant hindashen zu können. Und andere Schultertasten. Das ist das Größte. Hey, Seref.
schon Bock, jetzt wieder DMC Devil May Cry zu spielen. Das kann ich gar nicht verstehen. Geht doch. Nochmal. Der Song zerstört dein Gehirn, Alter. Ich zerstöre mein Gehirn gerade selber. Das ist viel schlimmer. Da fehlen noch 2,9 Millionen. Musst du mich daran erinnern tun? Tut net note. Noch Fischmarke Laber machen oder ist die Zeit schon um? Ich habe irgendwie nicht drauf geachtet. Hast du 5 Minuten vor dir? Bei 23? Ja. Moment mal, wie 23? 19:23 ist auch vorbei. Also 5 Minuten etwa. Achso! Achso, du meinst eine Uhrzeit. Sei das auch lange. Der Typ, den habe ich ja ganz vergessen. Fuck you! Yeah.
Gott, gegen Bosse ist das so absolut bescheuert. Ich liebe das. Humor? Was für ein Humor? So was habe ich nicht. Habe ich verkauft für den Longdrink hier. Prost. Und das Schlimmste immer ist, im Sommer Alkohol trinken, der wird immer noch wärmer, als es schon ist. Hat sich's gelohnt? Oh, natürlich. Ist der gute Stoff. Haben noch keine Cola mehr im Haus. Ey, noch ein Stück Seele über. Dann würde ich mir tatsächlich noch mehr davon holen. Aber so funktioniert er nun mal. Hey, so war das. This shall be your grave. Ein bisschen mehr böse. Okay, nee, dann sage ich das nicht mehr. Dann klingt das fair. Sekunde mal kurz. Oh, ich darf wieder normal sprechen, ne? Oh, geil. Hier, Drive. Nach hinten. Von hinten nach vorn. Der Spaß war das. Kein Wunder, dass ich es nicht hinkriege. Dafür ist mein Feierabend-Brain gar nicht gemacht. Das war die falsche Waffe. Das wäre so cool gewesen, wenn das durchgegangen wäre. Feierabend! Ich muss heute arbeiten, natürlich. Ich arbeite fast jedes Wochenende. Wochenende ist bei uns auf der Arbeit nur für die coolen Kids zugelassen.
Und ich gehöre nicht in den coolen Kids Club. Hab mal meine Membership-Karte verloren. Ah ja. Heute war sowieso so ein terrible Tag. Zu viele Leute für zu wenig Leute. Kann ich einfach... Almost. Ich kann es natürlich auch simpel machen, ne? Das geht auch. Was? Was, was? Warum soll es auch entspannt sein, nicht wahr? Warum entspannt arbeiten, wenn man auch einfach fast einen Herzkasper haben kann? Macht doch viel mehr Spaß. Zu wenig Leute für zu wenig Leute. Okay, dann habe ich den Satz falsch ausgedrückt. Zu wenig Leute für zu viele Leute. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Kannst du das? Dankeschön. Ich sag mal so, bei uns ist es aktuell so, die Spätschicht kriegt immer mehr und die Frühschicht denkt sich lull. Und ich denke mir so, uncool? Can we not? Ja, vom Kundenansturm meine ich auch, aber ich meine so generell auch, was generelle Aufgaben angeht. Ich muss mich ja zum einen, müssen wir uns ja um die Kunden kümmern und zum anderen hast du ja immer noch Sachen, die du erledigen musst. Also der Laden läuft ja nicht von selber. Ist ja kein Wunschhaus.
Ganz kurz einmal. So, sorry, gab einmal kurz was, dass ich einmal kurz regeln musste. So, ich bin jetzt wieder da und ich bin alleine, weil, ne, gab hier ein paar kleine Sachen. Aber ist nicht wichtig, ist okay. Ist, ne, Finks. Deswegen, wir machen jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ich guck, dass ich meinen Feierabend dann überwunden kriege. Das ist nämlich, glaube ich, gerade mein größter Feind. Nächster, bitte! Oh, mein Dude, danke für den Sub, mein Dude. Jetzt wird aufgeräumt hier. Pass auf, check this shit out. Und hey, Midna, what up? Yes. Du solltest deinen Screen wechseln. Das wäre natürlich von Vorteil. Ja, es wurde schon gerade im Chat geschrieben. Ah, yes, natürlich. Guten Tag, Feierabend, Brain. Alles gut. This is how we do things here. Yeah. Just wanted to. Yeah, okay. Alter, Feierabend, Brain ist stärker als erwartet. Komplett verloren, ey. Oh nein, schon wieder Kamegator.
Oh mein Gott, das hat gerade cooler funktioniert, als es mein Feierabendhirn eigentlich erlauben sollte. Jesus. Feierabendbrain ist definitiv nicht für sowas gemacht. Aber ich wollte halt nicht komplett aus DMC5 raus sein. Weil, for fuck's sake, DMC5 macht trotzdem 10-mal mehr Spaß als DMC Devil May Cry. Sieht aus wie ein Dark Souls Ort. Sah gerade aus, als hätte er das Licht ausgeschlagen. DMC Devil May Cry. Ich hab's jetzt letztens echt nochmal gespielt, die letzten paar Tage. Hier offscreen. Und fucking hell. This gameplay ist... Also die Hauptstory mit Dante ist solid. Aber das Virgil DLC ist fucking terrible. Ich fand nur DMC 4 schlecht. Na, schlecht ist der, würde ich jetzt auch nicht sagen. DMC 4 hat so seine Momente. Klar, das Spiel hat jede Menge recycelte Bosse und immer sich wiederholende Level. I mean, yeah. That shit really stinks. Aber, ich könnte einfach schon weiter, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich nehme einfach mal die Larve mit. Hope nobody minds. Aber wie gesagt, DMC Devil May Cry ist halt so, you play it for the gameplay und versuchst halt sämtliche Stimmen, die dieses Spiel hat, einfach auszuschalten, weil die deutsche Synchro ist absolut schrecklich. Aber ich denke mal, das liegt auch daran, weil einfach das gesamte Skript absolut schrecklich ist. Like, absolutely fucking horrible. Im Sinne von, schlimmer geht eigentlich gar nicht. Vor allem, mir ist mal aufgefallen, jeder Boss fängt an, dich übelst auf irgendeinem Fäkallevel zu beleidigen. Selbst der Reporter. Das ist dieser Reporter-Boss, ne? Oh ja, DMC 3, muss ich aber auch mal ganz ehrlich sagen. DMC 3, finde ich, ist vom Schwierigkeitsgrad her ziemlich hoch. Devil May Cry 3 ist fucking tough. Vor allem, wenn man es vorher noch nie gespielt hat. Ich habe ganz vergessen, dass wir ja hier jetzt hinkommen. Ich hab ganz vergessen, dass wir das ja jetzt schon machen müssen. Das Kapitel endete ja so. Kann ich den ganzen Tag machen? Can do this the whole day.
Das Kapitel ist basically Virgil fights himself, wenn man jetzt mal so die Story drüber nachdenkt. Virgil ist so fucking broken. Es ist schon nicht mehr lustig. This man is so fucking busted. Jesus Christ. Ich hab in meinem ersten Durchlauf mit Dante habe ich da eigentlich so lang dran gesessen an dem Boss. Lang auch nicht, aber... Holy fuck! Oh, aber Agni, also hier, Devil May Cry 3 hat schon so seine besonderen Momente. Das Game ist tough wie sonst was, aber fucking gut. Vor allem, Alter, es ist schwer zu glauben. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal jemals sagen würde, aber die beste Version von Devil May Cry 3 ist die auf der Switch. Shit's hard to believe. Oh. Ja, suddenly ladescreen. Suddenly fucking Virgil's Mini-Me is dead. Ich finde die PS3-Version besser. Ja, PS3-Version. Schön und gut. Aber die PS3-Version hat kein Free-Flow. Die haben tatsächlich in der Switch-Version, for what fucking reason ever, haben die eine Free-Flow-Variante. So wie man hier mit Dante zwischen allen vier Stylen in der Mission wechseln kann, kannst du das auch in DMC3. Which is fucking bonkers. Boss einfach aufgelöst. Alter, ich sag dir, der nächste Boss, der wird nicht besser. Fisten! Also im Grunde das System, was Dantel, das ist meine Lieblingsfrucht, ne Dantel, was er in Devil May Cry 4 und 5 hat, halt Waffen und Kombos alle im Fly wechseln, das hat er halt in der Version auf der Switch dauerhaft. Komm aber langsam wieder rein. That's the best part. Wir stehen auf, wir drehen auf, wir können nur noch schnetzeln. Nein, ich wurde geschleckt. Ja.
go to hell. Oh, shit's already dead. Oh ja, oh, das ist die Mission, ne? Oh ja, Alter. Go to hell. Totally forgot I had this move. Dein Ernst? Fucking Bloodborne looking Schwamm. Ja, dieses Turmlevel hier, was im Grunde die ganze Zeit nur nach unten geht. Die Stage kannst du ja mit allen drei Characters machen. Plus, es ist das kürzeste Kapitel in-game. Basically serves no purpose except for beating shit up. Ich wollte gerade sagen, hat man dem Vieh mal gesagt, dass man da nicht gegenfährt? Okay. Ich merke gerade jetzt erst, ich klopp mich die ganze Zeit eigentlich endlos, weil hier der hier noch steht. Jitus! Delitus! Meine Konzentration ist futschus! Schaschlik. Fuck. Out
auch so ein Ding? Ich meine, ich liebe es, mich ja hier zu kloppen, ne, aber... Hä, wieso? Alter, Nightbot, was denn jetzt schon wieder? Schlopp. Geht doch. Hat ich natürlich auf dem. Ja, stimmt, mein erster DMC 5 Playthrough war. Da habe ich das noch alles separat aufgenommen und habe das dann auch einzeln auf meinem Main noch hochgeladen. Jetzt mittlerweile habe ich für sowas mein Archiv. Ergo, alles, was wir irgendwie an Streams haben, wird ins Archiv hochgeladen. So habe ich meinen Main-Kanal tatsächlich für... What the fuck? So habe ich meinen Main-Kanal dann tatsächlich nur für, ja, für Videos mit ein bisschen... Oh, da lebt noch was. Nur für, ja. Videos mit Value, möchte ich mal sagen. Auch wenn ich aktuell nicht so die Motivation habe. Aber, falls euch Shorts gefallen, ich habe mir jetzt einen TikTok zugelegt. Ich muss den nur noch hier unten in meine Widgets einfügen. Habe ich noch nicht gemacht gehabt bislang. Habe ich vergessen gehabt. Unpopular Opinion. Ich mag meinen Döner auch am liebsten ohne Zwiebeln. Ich esse legit alles drauf, außer Zwiebeln. I really don't like Zwiebeln. Zumindest nicht roh. Hab nichts gegen Zwiebeln an sich. Aber rohe Zwiebeln ist mir dann doch zu urf. So, wie ich mein Döner esse nach Restenmaler aus? Let me know. Hat jemand einen Couscous-Döner mit Halloumi gekostet? Okay. Ich meine, Couscous kenne ich. Fleisch, Zwiebeln, Soße, kein Salat, nix. I mean, it's basically ein Burger. Oh yeah. Forgot this is the thing. Ach, das ist ja die Mission, stimmt ja. AKA Boss Rush, AKA Watched His Man Die.
Pussy. Ganz ehrlich, ich habe aufgehört, mich mit Leuten zu streiten, was Essen angeht. Es gibt so viele Sachen in dieser Welt, wo subjektiv sind. Ich mache mal gern Witze von wegen, wie, du machst das nicht so, ne? Aber in Wirklichkeit denke ich mir so, Alter, iss wie und was du willst, das ist your thing. Ich meine, wir alle haben, glaube ich, irgendwelche kleinen, großen Mäckchen. Heine ich gerade wirklich fliegende, ungebratene Billig-Mettbällchen? Das ist durchaus möglich, Babe. Das ist durchaus möglich. Wanna see me destroy this man's whole career? Fucking wookie ass looking motherfucker. Alter. Ja, mal ganz ehrlich, warum solltest du dich mit Leuten von wegen irgendwie Comedy oder Literatur, whatever, warum solltest du dich mit solchen Sachen, wo subjektiv sind, streiten? Wenn es magst, magst es. Wenn es nicht magst, dann magst es halt nicht. So einfach ist das. Ach ja, der Boss. Der wird jetzt noch einfacher. Der Boss-Rush mit Virgil ist ja mal... Alter, das ist ja absolutester Baby-Mode. Ja, nee, um das mal kurz für diejenigen, die den Main-Run damals nicht gesehen haben von DMC5. Normalerweise bist du in dieser Mission mit V unterwegs. Und das Gimmick ist halt, du hast halt keine Fähigkeiten in der Mission. Erst, also wenn du in einen Boss-Raum reingehst, sag ich mal... Kriegst du eine Fähigkeit wieder. Und je weiter du, je mehr Bosse du machst, desto mehr kriegst du deine Fähigkeiten wieder. V hat sich halt immer darauf aufgebaut, dass er, hat halt einmal seinen Puma, seinen Vogel und dann hat er noch seine Ult, sag ich mal, wo so ein komischer Meat-Golem war, sagen wir mal so. Und, je nachdem, welchen Boss du zuerst gemacht hast, hast du immer eine dieser Fähigkeiten wiederbekommen. Das war also dieses Gimmick der Stage. Du musstest halt diese Bosse immer mit nur einer Sache machen. Entweder nur mit dem Bird, entweder nur mit dem Puma oder nur mit dem Goliath-Thingy. Aber mit Virgil ist halt fucking stupid. Weil der Kerl... Er denkt sich so, Alter, ich verliere meine Fähigkeiten nicht. Go fuck yourself. Ich bin zu overpowered dafür. Ja, im Prinzip spiele ich wie. Ja, also wenn wir jetzt soßig werden wollen, ja. Oh, eine Geheimmission. Oh ja, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Die Geheimmission war nur absolut nervtötend. Naja, nicht alle. Geh weg. Ich wollte dich nicht. Und jetzt, Alter, wisst ihr, was ich jetzt gerade gedrückt hatte? L2 und Sprung. Was in DMC Devil May Cry so ein Airdash ist. Alter, ich bin's. My muscle memory is fucking broken. Meine Muskelmemory, ey. Alter, ich spiele Memory mit meinen Muskeln.
Ich sag ja, Virgil macht hier so vieles so einfacher. Weißt du, und dann kommt Virgils Downfall, wo du ja denkst so, eigentlich möchte ich mich nur richtig overpowered fühlen. Und was kriegst du in Virgils Downfall? Du kriegst einen fucking Schlaganfall, das kriegst du. Du bist die ganze Zeit einfach nur kacken langsam, super uninteressant, dein Moveset ist absolut langweilig. Das ist auf Normal, ich wollte mich einfach mal fucking mächtig fühlen. Ich werde aber wahrscheinlich, eventuell, I don't know, nochmal andere Schwierigkeitsgrade spielen, privat. Oder mehr Bloody Palace. Ich habe jetzt mittlerweile echt wieder Bock auf Devil May Cry. In verschiedensten Formen und Farben. Ah, yeah, this fun. Ich hatte sogar, aua. Ich hatte auf Easy hatte ich sogar alle Missionen auf Hard Mode, also auf dem Hard Mode durch. Ja. Nice aim, Virgil. Nice aim. Tschüss! JK, ich bin doch wieder da. Noch einer? Okay, that was stylish. Alter, provoking. Wisst ihr, was in DMC Devil May Cry auch noch richtig schrecklich ist? Die Kamera. Sagt er und fällt runter, weil er nicht sehen kann, wann die Dinger rauskommen und wann nicht. Ich sehe auch gerade einen ziemlichen Fehler, also ein Problem in der Stage hier. Normalerweise sollst du hier mit Nero durch. Und Nero hat eigentlich einen Arm, womit er die Zeit verlangsamen kann. Virgil doesn't have such things. Virgil Mode is for beginners, yeah, but it's awesome. Ja. Jesus. Echt jetzt? Echt jetzt? Alter, ich will hier raus. Alter.
Wah. Wah. Can you not use Tail Whip? Sure you can! Wollte eine Anspielung an DK Freeze Funky Kong Mode machen. Fair. Nur dass dass Funky Kong nicht kein Schwert hat und sich cool anfühlt. Alles was er hat ist ein Theme-Song, wo geht... Ah ja! Dieser Macht könntest du die Welt retten. Du könntest den Krebs besiegen. Krebs besiegen? Ich will aber den Krebs nicht besiegen. Ich will lieber Leute in Dinos verwandeln. Jetzt gibt das auf die Fresse, Jungchen. Tatsächlich, das ist kein Zitat von mir. Ich weiß, das ist etwas, was ich sagen würde. Aber das ist nicht von mir. Steht deine Beziehung zu Affen? Ich meine, ich bin auf einem guten Weg, einfach mal alle Rahmen auszurotten. Aber, ne? Welteroberungspläne, you know. Shit takes time and money. Wahnsinniger Pyromane, ja, nur mein Wahnsinn hat sich über die Jahre ein bisschen verändert. Es ist nicht mehr so dieser Wahnsinn von wegen. It's Nagenhagen, is ne. Ich meine, ich habe da schon mal mit euch drüber geredet. Also, ich selber merke es halt immer mehr, wie ich mich über die Jahre verändert habe. So gerade was, was mein Content angeht. Bezüglich Content damals, Content heute. Also, das ist eine Menge unterschiedlich. Aber ich bin zufrieden mit mir selber und das ist aktuell wichtig. Das ist wichtiger, als eine Rolle zu spielen, die ich mittlerweile nicht mehr bin. Ja, ich meine, ihr dürft nicht vergessen, als ich angefangen habe mit dem Ganzen, da war ich fucking 16. War ich 15, 16, als ich mit Videos angefangen habe. Where the fuck do I need to go? Stage ist so lange her, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Oh. Heidi Ho. Ganz vergessen. Dieser Move mit den Schwertern ist so cool, ne? Würden euch aus dem Stegreif lustige Zitate von Shadow einfallen? Mir nicht.
Das ist das Lustige. Weißt du, Leute schreiben dann immer oder würden dann Zitate von mir raushauen und ich denke mir so, wann habe ich das gesagt? Das ist eins, was du heute noch nutzt? Echt jetzt? Jetzt bin ich auch mal gespannt. Warte mal, war das nicht überhaupt die... Ich glaube, das war doch die Mission mit Cerberus, oder? Killing the three-headed furry. Das ist mein komischer Ameisenhügel. Das war die Milch, nicht ich. Echt jetzt? Und genau das meine ich, weißt du? Leute erinnern sich an Zitate, wo ich mir denke so, I said that? Wow. Okay, du wirst deleted. Not dealing with your buggeroo. Nichts sehen. Phew. Yakuza Zero hat interessante Zitate. What yet? The Chaka Maxon. Alter, was? Alter, Dinge. Seit dem Video von Firebrone, ne? Seit dem Video von dem, krieg ich tatsächlich nochmal wieder Kommentare auf meinem alten Abo-Special von wegen Dinge, die man mit einer Ananas machen kann. Wisst ihr eigentlich rückblickend betrachtet, wie cringe dieses Video für mich ist? Alter, es ist eigentlich so ein absolutes Cringe-Video, ne? Schon nicht mehr feierlich eigentlich. Aber, ich meine, es freut mich, dass Leute da noch Gefallen dran haben, but Jesus Christ. Für mich persönlich, das Video ist so abnormal cringe. Jeder, also viel von meinem alten Kram ist für mich persönlich cringe, so. Ich sah ja das Video war so, wie stehst du so mit Mero Face? Genauso cringe. Sogar noch cringing. Ich sah ja alles von damals ist, it is cringe, Father. Cringe Base, Cringe Craft. Prinz von und zu Doppelkeks, oh ja. Die kennt ihr das auch, Videos.
Oder mal Hände hoch. Wer erinnert sich noch an die einfach weil ich Bock drauf hab Videos? Ich sag ja, für euch ist es Nostalgie-Trip, für mich ist es halt ein bisschen cringe, was ich damals so abgezogen habe. Ich hab's euch schon mal erzählt. Für mich ist es halt. Früher war das so in der Zeit. Also zumindest bei mir in der Schulzeit war das so, ich war so ein Kind, wo oft gemobbt wurde, bis ich irgendwann mal gesnappt bin und dem Typen die Handgelenke gebrochen hab. Fun times. By the way, don't do that. Und seitdem habe ich halt immer mir gesagt, so, du darfst in der Öffentlichkeit nicht so sein, wie du eigentlich sein möchtest. Der Hühnchenboss, den habe ich ja mal komplett vergessen. Ja, stimmt, den Boss mochte ich schon damals nicht. Ich hasse diesen Boss. Ugly Nugget. Jetzt ist Schluss. Ich schalte das Huhn ab. Huhn wurde deaktiviert. Um auf jeden Fall nochmal kurz auf das zurückzukommen. Mir wurde halt immer eingetrichtert von wegen, du darfst nicht so sein, wie du möchtest. Deswegen habe ich halt angefangen, Videos zu machen. Zuerst halt die ganzen, ja, Organization Gone Crazy und all so ein Kram. Das war halt das, was ich zuerst gemacht habe. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht so, maybe, vielleicht bist du okay damit, dass deine Stimme im Internet gehört wird. Also habe ich angefangen, Gameplay-Videos zu machen. Und habe halt dann irgendwann so diese Persona angenommen, die... Beziehungsweise, ich habe einfach mal das dann rauslassen können, was ich sonst nie durfte. Weil in der Schule wurde es immer dafür aufgezogen, dass du anders bist. So, warum sollte ich denken, dass es anders ist? Ja, Luffy, what up? Ja, mein Video existiert ja mittlerweile schon gar nicht mehr. Mein Video ist ja, my dad.
Ach, das ist die Stage. Ja, hier ist man mit Dante unterwegs, genau. Das ist, glaube ich, jetzt auch die Stage, in der man gegen Cerberus kämpft. Jetzt kommt der Omega Furry. Warum will ich eigentlich eines aufsammeln? Es gibt für Virgil sowieso nur nichts Wirkliches. Einmal voll machen, bitte. Ja, auf euch habe ich jetzt gerade gar keine Lust eigentlich. Aus. Ja, ich versuche mal auf Judgment Cut End zu gehen, aber das mochte ich schon mit den Dante Finisher nicht. Die Sin Devil Trigger Finisher sind manchmal ein bisschen wonky. Beziehungsweise manchmal will er meine Inputs da nicht haben und ich denke mir so, yeah, please. Just want to be cool. Just want to be cool. Und they use the funny slashy slashy movie. Weiß schon, das hier. Aber ich hab keine Konzentration mehr, nice. Geht doch. Did I take damage at the end? Yeah, nice. Fuck. Hui. Uncool. Au. Die Biester sind halt echt ätzend. Ja, weich halt allem aus. Sei halt unverwundbar dauerhaft. Ist okay. Okay.
Damals hatte ich ein schönes YouTube-Design. Ja, das waren noch Zeiten, wo man das tatsächlich noch customizen konnte, wa? Ich weiß, das ist immer so diese typische... Das typische Standard-Ding, wenn du mit Leuten redest, die in 2009 YouTube benutzt haben, you know? Can you not? Ja, eine Sache, die ich tatsächlich viel trauriger finde mittlerweile. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Vielleicht ist es einfach nur some Boomer-Talk. Aber ich habe das Gefühl, wir bewegen uns mittlerweile immer weiter von dieser, ja, Content-Creator-Schiene weg, von wegen, Sekunde, ich muss mal ganz kurz was niederschnetzeln. Ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, wir bewegen uns, ja, Broadcast Yourself ist einmal so eine Sache, das ist einmal so ein Ding, was immer trauriger wird, weil das YouTube sich immer weiter davon weg entfernt, aber was ich viel schlimmer finde, es geht mittlerweile immer weniger um die Person hinter dem Video, sondern vielmehr immer nur um das, was gemacht wird. You know, also es geht nicht mal mehr darum, wie jemand ist, sondern beispielsweise jetzt wirklich YouTube Gaming, ne? Also Gaming im YouTube-Bereich ist so fucking, im Grunde, sofern du nicht schon Tag One oder sogar noch früher ein gesamtes LP quasi davon etwas gemacht hast, bist du quasi raus. Brauchst du nicht mehr anfangen. Also sofern am nächsten Tag schon du es damit anfängst, ist schon vorbei. Schon zu spät. Ich meine, was total okay ist, aber ein Clip, den ich mal gesehen habe, wo mir ein bisschen das Herz gebrochen hat, da hat so ein Content Creator, ich habe keine Ahnung mehr, wer das war, der macht irgendwie Card-Unboxings. Stell ich mir auch, by the way, lustig vor. Wäre ich tiefer in Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon-Karten drin? By the way, look at Virgil's Walk Cycle here. This kinda looks stupid. Der ist halt durch so einen Laden gegangen. Ich pausiere mal ganz kurz, nur um das einmal kurz erklären zu können. Der ist durch einen Laden und hat einem Kind gesagt, hier, ich gebe dir dieses Booster und du darfst, egal was da drin ist, darfst du behalten. Er hat es dann gekauft. Und während das Kind halt das Pack aufmacht, hat er das Kind gefragt von wegen, wer ist denn dein Lieblings-YouTuber? Legitte Frage. Aber die Antwort, die mir das Kind, gegeben hat, hat mich persönlich, hat mir irgendwo in die Nüsse getreten. Das Kind meinte nämlich, also in Englisch natürlich, ich übersetze jetzt mal frei für euch, weiß ich nicht, wie der heißt, aber der macht auch Card-Unboxings. Und ich denke mir so, wow, dein Lieblings-Content-Creator, du bist nicht mal in der Lage, dir seinen Namen zu merken. Du hast nicht mal die mentale Kapazität, dir einen Namen zu merken. Das ist schon wieder zu viel. Vielleicht bin ich da gerade mehr triggert, als ich eigentlich sein sollte. Zumal es mich gar nicht wirklich interessiert. Aber so diese Mentalität, die das wieder gespiegelt hat für mich persönlich. Alter! Du wirst gefragt nach deinem Lieblings-YouTuber. Oder nach deinem Lieblings-Content-Creator. Ist mir scheißegal, wie du es aussprechen willst. Ich muss sowieso mal trinken.
Also Unboxings sind von mir aus. Ich meine, du darfst auf YouTube machen, was du willst, sofern du nicht irgendwelche Tiere quälst oder was weiß ich. Poolparty, ja, wenn du eine Poolparty schmeißen willst von mir aus, ist that's your kink, that's okay. Ich meine, ich bin Gaming-Streamer, YouTuber, Content-Creator und das wird sich auch, glaube ich, nicht viel ändern. Vielleicht mache ich mal jetzt, wo ich TikTok habe, wieder mal so ein paar dumme Clips, I don't know. Muss ich mal gucken. Vielleicht habe ich da mal irgendwann Bock drauf, mich wieder mehr vor die Kamera zu setzen. Aber, dieser Clip, der hat mich hart getriggert. Das war so nach dem Motto, du fragst jemanden und dir fallen eigentlich direkt fünf Namen ein. Und du denkst einfach nur so, cool, du bist nicht mal in der Lage, dir den Namen zu merken. Das ist schon irgendwo, wie gesagt, vielleicht war der einfach noch zu jung. He didn't know any better. I don't fucking know. Aber ich fand's ein bisschen krass. By the way, time to put this furry down. Mit komischer Vergi-Vergi-Musik. Watch me die here. Ich dachte für einen Moment, ich wäre einfach durchgegangen. Tschüss, Framerate. I don't need you anyway. The frames never bothered me anyway. Oh Gott. Es fing so gut an. Es fing ganz harmlos an, aber dann. Typisch Virgil. Oh Gott. I'm gonna die here. Fuck you! Oh! Man darf auch immer noch, man kann immer noch Shadow zu mir sagen, das ist jetzt nicht das Problem. Ich nehme es jetzt Leuten nicht übel. Für viele ist es halt der Name, mit dem sie mich jetzt jahrelang kennengelernt haben. Und Mr. Schoschmann ist halt jetzt der Name, mit dem ich mich mehr identifizieren möchte. Schlicht und ergreifend, weil ich mit dem alten Namen, mit dem originalen Namen, nicht mehr so schöne Sachen in Verbindung bringe. Beat the game, Son of Sparta, but for some reason I'm not seeing Legendary Dark Knight anywhere. I have the special edition on PC. Legendary Dark Knight. Let me see that. Hold on a second. Playing the German version, but shouldn't be that any different.
I haven't played the game that much. I know I stopped playing Son of Sparta, like in the middle of the game. Son of Sparta. I played Son of Sparta till mission 11. And then I got bored and played something else. Legendary Dark Knight. Have you played all missions on human? Maybe you have to play every mission on every difficulty. Hold on a second. I'm gonna look that up. I actually skipped it entirely. Fair point. I played on human because I like to feel overpowered sometimes. Let me see. Devil May Cry 5 Legendary Dark Knight. What is Legendary Dark Knight? Is a mode. Difficulty is basically the same as Son of Sparta, except there's a ton of extra enemies on screen. How to unlock? It's only available in the PC version and the special edition of the game. It's unlocked by beating the game on human or Devil Hunter mode, and the special edition is unlocked by default. It is similar to Son of Sparta mode, but... Okay, that is weird. So wait, you skipped Devil Hunter and human entirely? I started on Devil Hunter right off the bat. I mean, like most of us do, I guess. Maybe try that, I guess. I mean, I haven't unlocked it. I mean, I can't have it because I play it on PS4, so... I think that's the caveat here. It's unlocked by beating the game on human or Devil Hunter mode. But then you should have it, actually. Sorry, man. Guess I'm no help there. I mean, it's a mode. Maybe it's hidden in the menu somewhere. I'm not doing that again. Okay, we're almost done, actually. Ich darf jetzt auch wieder Deutsch reden, ne? Alles klar, Kaiserman. Bis denn, bis später. Würdest du einen Blick auf Revenger werfen? Hab ich noch nie von gehört, um ehrlich zu sein. Kann ich mir leider kein Bild draus machen. Ja, also ich meine, mein Englisch ist jetzt nicht das Schlechteste. Ich kann mit Leuten auf Englisch kommunizieren. Aber ich bin gebürtiger Deutscher, also denke ich mir so, ich stream auf Deutsch. Aber wenn jemand auf Englisch da ist und sich nicht wie ein Arschloch benimmt, habe ich keinen Grund, having some respect in there. Wow. Tilt der viel aus. Ja.
Oh. Gott, war das gerade cool. Ich hab grad vor Sekunde gedacht, dass es geskriptet ist. Alles klar, Dennis, bis denn. Mach es gut. Wir sind eine Generation, die viel mit Englisch zu tun hat. Das stimmt. Die ältere Generation, sag ich mal so, die hat ja, die musste damals kein Englisch lernen. Die hat das nicht nötig gehabt. Heutzutage ist alles viel öffentlicher und viel, viel internationaler auch. Von daher. Ach du. Babe, du weißt, wie wir schreiben, so, ne? Bei mir ist es sogar manchmal so, ich habe so Momente, wo ich mir denke, ich weiß jetzt nicht, wie ich das Deutsch in Worte fassen kann. Just say it in plain English. Ich sag mal so, wenn du zum Beispiel Spiele auf Englisch spielst, ne, dann lernst du das eigentlich so ein bisschen automatisch immer. Zum Beispiel Wörter, die du nicht kennst oder nicht verstehst, die googelst du da einmal und dann weißt du sie. You what? You will what? She sent me a D-pic. What was I expecting? Not a deer. I was not expecting a deer. Danny DeVito Bird. Das war vom Timing her zu cool. Das war schlecht. Was hältst du davon, wenn deine Kunden nur gebrochenes Deutsch sprechen können und kein Englisch? Bei Kunden ist mir das ehrlich gesagt egal. Weil normalerweise siehst du so einen Kunden eh nur für 3 Minuten und dann
siehst du sie nie wieder. Wisst ihr, was mich viel mehr stört? Das habe ich gestern sogar im Call bei uns angesprochen gehabt. Weil ihr kennt mich, ne? Ihr wisst, wie ich drauf bin. Mir ist es in der Regel komplett egal, wo du herkommst, welche Herkunft du hast. Das ist mir absolut egal. Weil, ne, niemand kann was für seine Herkunft. For fuck's sake. Genau wie wir Männer nichts dafür können, dass wir als weißer Mann geboren werden. Ne, just saying. Kannst du nicht bestimmen, als was du geboren wirst. Es ist mir also komplett Jugge wie Hose. Und, was mich aber denn tatsächlich stört, wenn du bei uns arbeitest, aber denn deine Sprachbarriere besteht. Das Problem ist, jedes Mal, wenn ich mich dabei erwische, dass es mich stört, dass deine Sprachbarriere ist, entdecke ich mich dabei und habe das Gefühl, rassistisch zu sein, obwohl ich das gar nicht möchte. Dabei weiß ich ganz genau, es geht mir nicht darum, wo er herkommt, sondern einfach nur darum, es macht mir jetzt mehr Arbeit, dass er mich nicht versteht und andersrum genauso. Weiß nicht, wie ihr das jetzt seht. Taubstumme? Das ist rassistisch motiviert. Das sollte eine Trennung machen. Das ist komplett anders als extrem und extrem scheiße. Ja, wie gesagt, mir ist es egal, wo jemand herkommt. Wieso, weshalb, warum. Das, ne? Ist mir egal. Aber das ist halt so dieser Moment, wo ich mir denke, da ist jetzt eine Sprachbarriere und es macht unsere Arbeit noch schwerer. Weil unsere Arbeit basiert auf Kommunikation. Und es macht mir mehr Arbeit, wenn ich ihm Sachen dreimal erklären muss, weil er mich nicht versteht. Und all sowas, ne? Aber bezüglich hier, von wegen taubstumm, ne? Da hatte ich tatsächlich mal einen. Der hat dann immer nur tatsächlich auf Sachen gezeigt und hat sich so versucht zu verständigen. Auch wenn ich das Gefühl hatte, er war pissig auf mich, dass ich keine Gebärdensprache verstanden habe. So kam er mir zumindest rüber in dem Moment. Weil er hat immer versucht, in Gebärdensprache mit mir zu reden. Beziehungsweise, you know, ne? Also hat halt Zeichen gemacht und alles. Aber ich kann keine Gebärdensprache. Also, ich habe ihn halt nicht verstanden, was er von mir wollte. Deswegen habe ich das Gefühl, er war am Ende ein bisschen pissig auf mich. Weil warum soll ich Gebärdensprache lernen? Ich bin nicht in einem Beruf, wo ich sowas tatsächlich brauchen würde.
Nein, praktisch ja, aber ich glaube, das ist mir persönlich. Ich würde lieber eine tatsächliche Sprache lernen als Gebärdensprache. Sprit. Bin ich? Ach, hier. Aber ja. Wie gesagt, weil ich will nicht rassistisch sein. Um Gottes Willen. Ich möchte eigentlich jeden so leben lassen, wie er möchte. Aber wie gesagt, ne, Sprachbarriere. Ich glaube, es ist einfach nur der Fakt einer Sprachbarriere, wo mich ein bisschen, böse gesagt, tiltet. Weil ich bin jemand, ich habe keinen Geduldsfaden. Mit keinem Geduldsfaden meine ich, ich habe gar keinen Geduldsfaden. Besonders bei stressigen Tagen auf der Arbeit habe ich null Geduldsfaden. Where am I? Mit TikTok-Tutorials... Ganz ehrlich, bevor du auf TikTok dir was anguckst, würde ich dir empfehlen, eher auf YouTube was zu suchen. YouTube ist da besser. I am so confused. Black lost in isolation. Wo war... Hä? Ich grad doof? Feierabend, Brain. Please. Please work with me here. Nani? Mach rote Dinge kaputt. Ja. Ist eine Arbeit. But there's one problem. Feierabend Brain kennt kein Rot. Alter, ich bin gerade so durch, ne? Na gut, es ist jetzt auch nur noch die Mission und dann ich würde vielleicht mal damit anfangen. Du willst jetzt Chili Cheese Nuggets machen, aber gleichzeitig auch nicht. Okay. Nee, ich gehe nicht full on für euch. Nee. Auch wenn ihr mir echt auf den Piss geht. Schwerin, ach so.
Ja, Probleme mit Geduld. Also, was Kollegen angeht, habe ich mittlerweile schon ein bisschen mehr. Aber dennoch, je nachdem, wie der Tag ist, ist halt die Geduld irgendwann vorbei. Ist irgendwann Game Over. Now you slut! Ich hab grad verstanden von Virgil, now you slut. Das kannst du doch nicht laut sagen, Virgil. That is illegal. Ganz vergessen, dass der Sohn einen Move hat. Danke für den Sub, mein Dude! Don't get cock. Yeah, well, that was bad. Yeah.
So, jetzt bleiben nur noch die Final Bosse. Hast du genug für ein extra Torn? Noch lange nicht. Weißt du, wie teuer das Scheißding ist? Shit's expensive. Guck mal, wir haben noch nicht mal ein Drittel. Ein Fighting Dante? Oh boy! Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Jesus. Dante is a royal piece of shit. Yeah, you're a royal piece of shit. That's what you are. Alter, kannst du auch was anderes außer Stinger spammen? Alter, was? Hey, auch Bastard! Ach ne, nur du fällst halt simpel raus. That's fair. Yeah, thanks, I fucking hate this. Ja, den Hitstun, den er hat. Und die Iframes, die er auch noch hat. Alter, I love it. Natürlich. Geile Iframes haben wir hier, Jesus! Nö, das machen wir nochmal von vorne, yes. Alter, du mal Hurensohn, Alter! Okay. Haben überhaupt nicht viel Armor seine Moves. Nein. Muss geil sein. Ja, ich meine, was ist jetzt im... Darf ich dann Nero verprügeln oder was wird dann... That is so weird.
Ich bin es gewohnt, dass ich einen roten Virgil krieg. Dummes Ich. Schön! Der hat so viel Armor, der Boy. Nee. Ich verstehe halt noch nicht so ganz, wie ich... Weißt du was? Tschüss, Kamera! Ich wollte noch rausdashen, Jesus. Okay, jetzt habe ich es langsam raus, wie ich das angehen soll. Ist auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger. Ja, von Stinger getroffen zu werden, ist fucking annoying. Stop.
most of my health. Or not, okay. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber eben war mein Teleport zu langsam. Oh geil, er hat noch mehr Armor. Oh mein Gott. Just teleported out of there casually. Is your move is. Royal Fart! Gonna kill you now, Dante! Oh. Der benutzt den Meteor. Er hat ja Nerven, der Junge. Er hat ja Nerven, hat der. Ich hab den Move komplett vergessen, dass man den hat. Da hau ich mal seinen Cowboy-Hut wieder auf den Kopf. Kannst auch in der Luft provozieren. Ich habe ganz vergessen, dass ich in der Luft provozieren kann. Ich provoziere doch so gerne in der Luft. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Nero is my son. Yeah, dumbass. You can't remember through that thick skull of yours? Well, well. That was a long time ago. I guess you were young once too. As much as I'd love to hear that story, I think it's about time we ended this. Everyone wants to know how Virgil fucked. Obwohl, da gibt's bestimmt genug Geschichten über im Internet. Nochmal Dante, okay. Ist also nochmal Dante. Nur, er ist noch kranker drauf. Oh boy. Jetzt kann ich gar keine Combo mehr machen. Jetzt darf ich gar nichts mehr an ihm.
Ja, ganz vergessen. Jetzt hat er die andere Hälfte seines Movesets. Warum seine Mutter? Danke fürs Follow, mein Dude. Alter, kannst du mal aufhören, Feuerbälle zu schmeißen? Jesus Christ! Okay, he doesn't care. Ich weigere mich eigentlich, eine Kugel dafür zu verwenden. Ich meine, ich habe 24 davon. I shouldn't care. Ah, fuck it. Ja. Alter. Ach ja, ganz vergessen. Oh ja. 50%. Does not care, this man. Oh! Hey, das ist mein geiler Screenshot. Dein Sohn ist tot, by the way. Tschüss. I won't lose next time. Hold on to that until then. So, das ist jetzt ein alternatives Ende. Wow, this thing got real big. Wo kommt Nero her? Ja. Yes. Your incompetence. By the way, how'd it feel catching up with your kid? There's no need for us to catch up. Well, with an attitude like that, you're never gonna meet your grandkids. That's enough. I don't wanna hear it. Now. Alter, sein Gesicht gerade so. Hm? Pass auf, wo du das Ding hinsteckst. Right out of my mouth.
Die After-Credit-Scene. By the way, das ist eine geile Version von Buried Alive. Orchestral Version. Gott, werde gesungen, God bless you. Alles, ey, danke dir, mein Dude. Time to die! You're like an open book. I can read your every move. Too easy. Score for Dante. I'm up one. When did you learn to count? Where did you learn to count? Come on. Ah, yeah. That is a thing. Fazit zum Virtual DLC. Ich bereue es, dass ich es mir nicht schon früher geholt habe. Alter, es ist so krasser Spaß. There is no come in home. Nein, the song. Alter, ohne Witz, Buried Alive ist so ein fucking guter Song. Und das ist so unironisch. Don't you dare say it. Jackpot. You gotta leave me hanging. We used to love saying that. I have no recollection. Well, let me jog your memory. A little Virgil. Crying in the corner. Because mommy got mad. I seem to recall you crying every time Father raised his voice. How would they feel if they saw us now? What does it matter? We're still here, aren't we? Yeah, you're probably right. Oh my god, is this a geile after credit scene? Die Berichte über Virgil, okay. I mean, I got a few minutes to kill. Aber danach mache ich dann heute auch schon Feierabend. Ich bin fucking tired. So, ich morgen wieder Arbeit. Naja, ich muss aber sagen, ne, das DLC war es auf jeden Fall wert. Es war das Geld auf jeden Fall wert. Virtual spielen macht so viel Fun. Ich hoffe immer noch, dass irgendwann mal Devil May Cry 6 rauskommt.
Und dann wirklich halt das Ganze weitergeht im Grunde. Hauptmenü. Das war im Archiv, wenn ich mich nicht erinnere, ne? Gleich gesehen, hat Virgil seine eigenen Achievements? Hold on. Oh, by the way, ist kein Bloody Palace. Hey, stopp, bitte! Hello, Rocks, danke für den Sub, mein Dude. Wie geht's, wie steht's? Auch mir, ja, bei mir ist es gut soweit. Galerie war das, glaube ich. Meinst du die Berichte von Nico? Charaktere? Morrison, Eva, Virgil, hier, Tatsache. Nicht. Zu schwadronieren, Alter, das Wort, ey. Oder gibt's da noch mehr über Virgil? Über seine Waffe. Also über... Das sind ja die ganzen Arme. Tomboy. Ach ne, hier. Ah. Yamato. Das wird Papa Schwader hier in die Quelle seiner Kraft. Vermutlich Abtrennung, wie es von Virgil. Waffentechnisch ist es ein Standard-Katana. Ja, natürlich. Beowulf. Der Beowulf sieht so cool aus in der Version. Es glitzert sogar. Hier habe ich jetzt aber... Schwingt seine Seele rum wie eine Klinge. Ich meine, an sich war es ja damals, also in DMC3 zumindest, wie hieß es nochmal? Das Schwert hier. Hab's jetzt vergessen. Das zu probieren für mich? Nee, das sind einfach nur... Wait, mir fehlen zwei. Ja, Force Edge, genau. Doch, kein Ding. Aber wie gesagt, ich mache für heute Feierabend. Ich will nur mal halt gucken nochmal. Was hat Virgil so an Trophäen? Nicht, dass ich wahnsinnig genug bin, DMC5 als Platin zu machen. Weil Devil May Cry-Spiele haben abstruse Voraussetzungen. Erwirb alle Fähigkeiten. Warte, absolviere 19 Missionen mit Yamato als einzige Waffe. I mean... It's possible, but where's the fun in that? Okay, Virgil ist gar nicht mal so schwierig. 19 Missionen. Warum 19? Kannst doch gleich denn. Sag doch einfach, spiel das Spiel nur mit Yamato durch. Ich frage mich nur, wie das Spiel das erkennen will, you know?
Und der Bloody Palace ist auf 0,7, aber gut. Ja, nur. Also, ne, nur. Das sind alle Missionen. Das Spiel hat 20. Und 3 oder 4 sind von nur Bosse. 19 ist der Dante-Boss-Fight. Ach so, Mission 20 gibt's bei ihm im Grunde gar nicht, oder wie? Ach so. Weil normalerweise war ja der Virtual Final Fight in 2 Missionen, 19 und 20. Wenn ich mir jetzt nicht komplett irre, aber ich meine, das war so. Oder ist das einfach nur ein Teil aufgeteilt gewesen und ich bin einfach nur dumm? Ich glaube, ich bin einfach nur dumm. Feierabend ruft. Ich in dem Sinne mache in dem Sinne Feierabend und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu Dingen, die die Welt nicht begreifen wird. In dem Sinne, euch eine gute Nacht und bis dahin. Bis hier, Leute.